wir sind live. Hoffentlich doch zumindest. ja, 20 Uhr, das ist Astronomie am Freitag. Wir sind der Physikalische Verein und unser Thema ist heute Räume für den Weltraum, Architektur für die Astronomie mit Fabiano Pinto. Der Mann ist selbst Architekt, er weiß also, wovon er spricht. Und auch seine Folien sind natürlich designmäßig gut durchgestylt. Sie können sich da auch auf eine Augenweide freuen. Aber bevor es soweit ist, würde ich Ihnen gern nochmal den heutigen Sternenhimmel ans Herz legen. Wenn es nicht bewölkt wäre, würden Sie zum Beispiel in Westrichtung, ja, das sind noch so wie so Herbststernbilder, Stier, Andromeda und so weiter sehen. Und Andromeda, kann ich ja nie oft genug sagen, beherbergt die einzige mit bloßem Auge sichtbare Galaxie, die Andromeda-Galaxie, mit einem kleinen bis mittleren Fernrohr schon ein schönes Objekt, mit dem bloßen Auge schon als nebliges Fleckchen zu sehen. Allerdings, der Frankfurter Sternhimmel ist da nicht so geeignet. Sie sollten da schon eher rausgehen ins Freie, wo Sie nicht so viel Streulicht haben, nicht so viel Lichtverschmutzung. Ja, und wenn Sie den Blick etwas gen Osten schweifen lassen, Osten, Südosten, dann sehen Sie, kommen da schon so ein bisschen die Frühjahrssternbilder raus, die Frühlingssternbilder. Und da würde ich Ihnen gern den Löwen empfehlen, denn auch dieses Sternbild enthält schöne Galaxien, das Leo-Triplett, die Löwengalaxien, wie man so schön sagt. Und ja, da braucht man schon ein etwas größeres, stärkeres Fernrohr. Aber wenn man sie sieht, sehr, sehr hübsch. Eine ist so auf der Kante. Also das Leo-Triplett, eine schöne, runde Sache. Ja, gut, soweit der Sternhimmel, den wir sehen würden, wenn es nicht bewölkt wäre. Nun gut, aber jetzt gucke ich mal, ob ich schon irgendwie im Hörsaal was sehen kann. Wo sind meine Leute? Gut, Fabian, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Fabian, hörst du mich? Hallo. Ja, hörst hallo. Hörst du mich? Ich höre dich irgendwie gerade, ja. Also, du kannst los. Ich habe die Leute begrüßt. Alle freuen sich schon auf deinen Vortrag. Und Ihnen wünsche ich natürlich, wie immer, gute Unterhaltung und gute Einsichten. Danke, Martin. So, ich bekomme gerade das Signal, dass jetzt auch die Zoom-Übertragung angefangen hat. Das heißt, ich begrüße Sie hier heute Abend alle sehr, sehr herzlich in den Räumen des Physikalischen Vereins. Und ich begrüße auch alle Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuseher, Zuseherinnen über Zoom und auf YouTube. Mein Name ist Fabiano Pinto. Ich führe Sie heute die nächsten 3,5 Stunden durch den Vortrag über Architektur und Astronomie. Jetzt ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben gerade. Genau, Räume für den Weltraum, Architektur für die Astronomie. Das ist so ein bisschen ein Blick über den Tellerrand heute. Es wird natürlich ein bisschen Astronomie da drin auch vorkommen, aber es geht von Hause aus heute um die Architektur dazu. Ich bin Architekt von Hause aus, ich arbeite auch so halbwegs in dem Beruf und hatte den Wunsch, diese beiden Themen hier mal miteinander zu verschneiden. Warum? Weil eigentlich ist die Erklärung relativ einfach. Das Thema oder dieser Grund, dieser Wunsch, sich zu behausen oder schön zu wohnen, schön zu leben, sich die Umwelt zu gestalten, ist einer der ältesten Bewegungen, Motions, die wir in uns haben. Und der Blick zum Himmel, die Astronomie, das Staunen über das, was am Himmel passiert, das ist einer der anderen großen Tendenzen, die es gibt. So, es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum ich diesen Vortrag dieses Jahr oder heute unbedingt halten wollte. Das ist, wir feiern, wie Sie es ja überall fast nicht übersehen können, 200 Jahre Jubiläum hier des Physikalischen Vereins. Und jetzt werde ich ein bisschen persönlich, also nicht nur ein bisschen persönlich, glaube ich. Ich bin auch hier, um heute Danke zu sagen. Danke an diesen Verein. Danke an die ganz wundervollen Männer und Frauen, die ich hier kennengelernt habe. Weil Sie sehen hier unsere Vorträge, Sie sehen die Räume, Sie sehen die Sternwarte. Das, was aber diesen Ort eigentlich ausmacht, sind die Menschen. Und ich bin jetzt hier in diesem Verein seit 1987, irgendwie mit 15, 16 bin ich hier eingestiegen und habe hier eine wirklich tolle Zeit erlebt. Und der Vortrag heute ist so ein kleines Dankeschön auch an den Verein.
Wir erleben ja gerade in unserer Republik hier, dass wir uns regen, dass wir Farbe bekennen, dass wir ein Bekenntnis abgeben zu dem, was uns wichtig ist. Und in diesem Verein habe ich das uneingeschränkt erleben dürfen. Ich war einer der jüngsten Mitglieder im Verwaltungsvorstand. Ich habe hier viele Sachen machen dürfen, die man vielleicht woanders nicht machen darf. Und das alles ohne Einschränkung. Und wie gesagt, dafür sage ich ganz herzlich Danke. Und was das Thema so anbelangt, mir fällt so ein Gedenkspruch ein, den ein verstorbener Astronom sich selbst vorbereitet hatte. Der heißt, er hat die Sterne zu sehr geliebt, um die Nacht zu fürchten. Und ich glaube, wir haben das Privileg, wenn wir dieses Hobby praktizieren, dass wir nach oben schauen und quasi wieder kalibriert werden. Wir bekommen den richtigen Maßstab. Wir bekommen einen Eindruck davon, was wirklich wichtig ist, weil wir sehen, wo wir im Weltraum stehen. Und das ist ein großes Geschenk. Ich hoffe, Sie kriegen davon heute ein bisschen was mit. Ich kann Ihnen das nur sagen, mich hat das immer sehr bewegt, mir sehr viel bedeutet. Und wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass ich die Jahre hier im Verein, wenn auch in den letzten Jahren mit ein bisschen weniger aktivem Einsatz, hier so mitgestalten konnte. Danke an die Leute, die mich hier so lange begleitet haben. Jetzt fragt man sich, was hat der Physikalische Verein hervorgebracht? Da werden Sie ja dieses Jahr ganz viele Sachen dazu hören. 1824, da macht man sich natürlich schon Gedanken. Ich würde so weit gehen und sagen, wir feiern ja dieses Jahr noch ein Jubiläum. Ja? Also, jetzt muss man gucken, ja, fassen sich die Zusammenhänge selber zusammen. Aber das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, wenn man zwei Anlässe hat. Einen am Freitag, einen am Sonntag, dann kann man das ja so tun. Zur aktuellen Spielgeschehen sage ich nichts. Wir sind Tabellensechster, das soll jetzt erstmal reichen. So, steigen wir ein, damit Sie auch mal was Seriöses, Handfestes bekommen hier heute Abend. Ich habe mehrere Kapitel. Wir werden uns jetzt, sagen wir mal, durch verschiedene Themen des Bauens für die Astronomie so ein bisschen durchpflügen. Aber natürlich müssen Sie am Anfang so ein bisschen abgeholt werden. Sie wissen ja gar nicht, worauf ich hinaus möchte. Und ich möchte Ihnen da ein paar Sachen mitgeben, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was so die Themen sind, die da mitschwingen. Weil es ist nicht nur die Kuppel als Schutzbau für ein Teleskop. Also hier sehen Sie, sagen wir mal, dieses Urmoment, was ich ja schon mal erwähnt habe, diese Bewegung des Menschen raus in den Weltall, diese Neugier mit Teleskopen, mit Raumsonden, wie auch immer. So, und dann haben Sie das andere Urbedürfnis hier, nämlich sich eine sichere, trockene, schöne Behausung zu schaffen. Und das sind jetzt die zwei Ebenen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Wie macht man Astronomie und wie macht man die Orte dafür? Schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen gemeinsam eine ganz kurze Begriffsdefinition an. Fangen wir mit der Astronomie an. Ja, wir sind hier in der Sternwarte, sollte man damit anfangen. Astronomie vom altgriechischen Astronomia, da stecken diese zwei Begriffe drin, Stern und Gesetz. Man kann das groß oder klein beschreiben, definieren. Letztendlich ist es die Auseinandersetzung mit den Positionen, mit den Bewegungen und Eigenschaften aller Himmelskörper, also Planeten, Monde, Sterne, Galaxien und der interstellaren Materie und der im Weltall auftretenden Strahlung. So, und das Ziel der Astronomie ist es, diese Dinge zu ergründen, in den Zusammenhang zu stellen und zu verstehen. Die Astronomie ist weitaus vielfältiger, als man sich das vielleicht auf den ersten Blick vorstellen mag. Und sie bleibt auch nicht Wissenschaft. Es geht eigentlich durch alle möglichen Bereiche unserer Existenz hindurch. Es ist ein Thema der Beobachtung, des Staunens über die Natur. Es hat religiöse Aspekte. Ja, also Astronomie spielt auch immer im Kult eine sehr, sehr große Rolle. Es ist ein Thema der Kalender- und Zeitbestimmung. Wir Menschen möchten wissen, wo wir herkommen, wo wir hingehen, das gehört damit dazu. Und über die Geschichte hinweg gab es eine Abgrenzung zur Religion, es gab eine Abgrenzung zur Astrologie und auch zur Meteorologie, also zu anderen physikalisch basierten Wissenschaften. Eine ganz große Revolution war 1609 die Einführung des astronomischen Teleskops, also des normalen Teleskops in die Astronomie durch Galileo Galilei. Und Sie alle wissen auch, der Sprung raus aus der Erde hinein in den Weltraum
Durch die Raumfahrt hat uns ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Wenn ich für mich die Astronomie reduzieren würde auf eine ganz, ganz wichtige Einsicht, die mir auch immer wieder ein Schaudern bereitet, dann ist es die Tatsache, dass die Astronomie all ihr Wissen, alles, was sie hat, fast ausschließlich aus dem Licht im weitesten Sinne der Definition bezieht. Natürlich fassen wir auch mal Sachen an, Meteoriten, was weiß ich, Gesteinsproben vom Mond. Aber die meisten Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, sind ziemlich weit weg. Und wir haben eigentlich nur das Licht, um uns damit dann auseinanderzusetzen. Und die Tatsache, dass du aus einem bisschen Licht erklären kannst, was dort oben ist, was es tut, wie es sich bewegt, wie es sich entwickelt, dass man Modelle entwickeln kann aus der Beobachtung und man mit diesen Modellen andere Dinge wieder erklären kann, das ist, finde ich, sehr, sehr eindrucksvoll. Ja? Und einer der Dinge, die mir vielleicht auch immer sehr viel Spaß an der Astronomie gemacht haben, weil man muss nicht viel Zeug haben, wenn man sich immer nur mit Licht beschäftigt. Schauen wir uns jetzt die andere Seite an. Jetzt haben Sie so ein bisschen im Schweinsgalopp, wollte ich fast sagen, die Definition der Astronomie. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wie könnte man das denn jetzt für die Architektur tun? So, jetzt bin ich in meinem Turf unterwegs. Architektura, die Baukunst vom altgriechischen Architektonia. Da stecken so Sachen drin wie das Haupt, der Kopf, die Archi und dann der Tekton, der Baumeister oder der Zimmermann. So, und letztendlich ist es die gestalterische und technische Auseinandersetzung mit dem Raum, den der Mensch um sich herum errichtet. Also Architektur entsteht immer dort, wo vorher erstmal nichts ist und Raum entsteht durch Begrenzung. Und so fing das dann mal an. Ja, wir waren ja mal Nomaden, wir waren in den Steppen unterwegs, sind unter Blätterdächer gegangen, haben uns in Höhlen und sonst was zurückgezogen. Und hauptsächlich, also ausgehend vom Vorderen Orient, war so um 10.000 vor Christus hat man sich gedacht, oh, wir fühlen die Füße weh, lass uns doch mal eine Hütte bauen. Ja? Und so ging das dann los, dann entwickelte sich das alles weiter. Sie wissen, das hat sich ziemlich weiterentwickelt, weil so sehen die Dinge heute nicht mehr aus. Anders als in der Physik gibt es in der Architektur jetzt nicht vielleicht die große, über alles schwebende Architekturlehre, ja, die so wie die Physik, ja, über die Mathematik zusammengehalten wird. Aber es gibt gewisse Standards, die tauchen immer wieder auf und die werden Sie auch heute Abend alle immer mal wieder sehen. Ein Standard hier ist, sagen wir mal, so ein ganz alter Standard, nämlich Marcus Vitruvius Pollius, kurz genannt Vitruv. Das ist so der Übervater der Architekturtheorie. 80, 70 vor Christus bis 15 vor Christus hat er gelebt und war unter Julius Caesar und unter Augustus, also unter ziemlich eindrucksvollen Caesaren, war der also Baumeister, Ingenieur. Da waren die Grenzen noch nicht so klar abgegrenzt. So, in der Zeit zwischen 33 vor Christus und ungefähr 20 vor Christus oder 22 vor Christus hat dieser Vitruv 10 Bücher geschrieben. Die De Architectura Libri Decem, das ist das einzige aus der Antike überlieferte Standardwerk über Architektur und Ingenieurkunst. So, das hat 10 Kapitel, das beschäftigt sich mit allen möglichen Dingen. Beeindrucksvoll ist, dass Vitruv in diesem Buch beschreibt, was ein Architekt oder ein Ingenieur alles können muss. Da gehört hier die Rhetorik dazu, da gehört die Philosophie dazu, die Kunst und die Astronomie. Also schon damals war anerkannt, dass wenn du ein gebildeter Mensch bist und einer gebildeten Tätigkeit, einer höheren Ingenieurwissenschaft nachgehst, musst du wissen, was am Himmel passiert. Und auch wenn das Buch in der Antike wahrscheinlich eher so ein weniger angesehenes Standardwerk war, nichts ganz Besonderes, aber irgendwas, was man so hat, hat sich das über die Zeit und vor allen Dingen in der Renaissance und seit der Renaissance, man hat das eine Vorbildrolle übernommen. Man hat sie immer wieder auf Vitruv zurück besonnen. Und Sie sehen zum Beispiel hier, das hat Leonardo da Vinci auch getan, dieses Thema des goldenen Schnittes, die Harmonie in den Proportionen des Menschen, das leitet sich ab von Überlegungen, die Vitruv schon angestellt hat. So, und um den Kreis in die Astronomie auch noch wirklich abzuschließen, Vitruv hat es tatsächlich auch noch auf den Mond geschafft.
Er sitzt nämlich dort. Und das ist der Krater Vitruvius, der nach ihm benannt ist. Ob er jetzt da wirklich ist, weiß ich nicht, aber. Jetzt sind Sie in der Sternwarte und ich gehe davon aus, dass Sie hier vielleicht ab und zu öfter kommen und über Astronomie schon ein bisschen was mitbekommen haben. Deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen Aufbauarbeit für das Thema Architektur. Architektur ist nicht Geschmackssache. Das ist sowas, wo ich in meinem Beruf immer wieder mit konfrontiert werde. Also ob Sie Äpfel oder Birnen mögen, das ist Geschmackssache. Sie sollten, obwohl Sie Äpfel mögen, auch eine faule Birne von einer reifen unterscheiden können. So, also insofern gibt es schon auch Kriterien, an denen man das festmachen kann. So, und die einfachste Definition von Architektur wäre zu sagen, dass man nicht nur die funktionalen Aufgaben erfüllt, sondern darüber hinaus ein Konzept, eine Idee hat, die dazu führt, dass ein Gebäude eine besondere Form bekommt. So, und dieser Sprung von der Funktion über das Konzept zur Form, das ist das, was Sie heute immer wieder sehen werden, wenn wir uns mit diesen Architekturen für die Astronomie beschäftigen. Also sie sehen rechts eine ganz normale Feuerwehr, die tut, was sie soll. Ja, sie erfüllt also ihre Funktion. Man kann an der Form sehen, was es ist. Und das links ist auch eine Feuerwache von Zaha Hadid auf dem Gelände des der Vitra in Weil am Rhein. So, jetzt weiß ich, was kommt. Und in diesem Fall trifft es sogar zu. Die linke Feuerwache hat nicht lange als Feuerwache funktioniert. Ja, es war funktional. Also da war zu viel Konzept, zu viel Architektur, zu wenig Funktion. Es ist jetzt ein geiles Gebäude, aber für die Feuerwache haben die nochmal was anderes gebaut. Also man muss als Architekt schon auch selbstkritisch und ein bisschen ironisch sein, sonst kann man das den Beruf nicht überleben. Worauf ich jetzt so ein bisschen abzielen möchte, ist dieser Begriff des Konzeptes. Also ich weiß ja, hier Design Thinking und so weiter, das sind ja neue Trends, Tendenzen überall in der Entwicklung im unternehmerischen Bereich. Und wir kennen das eigentlich auch schon sehr, sehr lange, weil, wie ich Ihnen ja sagte, es geht nicht um die Erfüllung der reinen Funktion, sondern aus der Funktion heraus eine Idee zu finden für eine Form und die dann auch auszudrücken. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ja, das bedeutet nicht, dass jedes Konzerthaus aussehen muss wie ein Klavier oder wie eine Geige. Sondern Sie sehen, das Konzept kann sich entwickeln aus dem Standort, dass ein Gebäude wie das da links also über Falling Waters errichtet wird. So heißt das Haus auch von Frank Lloyd Wright. Oder Sie haben oben, das ist an der TU Berlin, das ist eine Umlaufanlage für Strömungstests. Ja, kann man auch sofort sehen, was in dem Gebäude passiert. Dann das untere hier, da wo also DRM Frankfurt dran steht, das ist das Architekturmuseum. Da sehen Sie, das ist das Konzept. Da hat man gesagt, wenn es doch ein Architekturmuseum ist, dann lass uns in die Mitte des Architekturmuseums ein Haus bauen, in dem die Architektur gezeigt wird. Also diese Idee vom Haus im Haus. Und rechts von Peter Zumthor auf der Expo 2000 in Hannover, da war das Thema, wie baue ich den Pavillon für die Schweiz? Also wie sieht der Expo-Pavillon der Schweiz aus? Und da hat Zumthor gesagt, weißt du was, die Schweiz riecht. Die Schweiz riecht nach Almen und nach Holz. Das ganze Ding ist aus frisch geschlagenem Holz. Das ist mit sehr langen Zangen zusammengebaut. Er hat das so arrangiert, dass sich unterschiedliche Räume ergeben. Und die Leute, die da drin waren, rochen die Schweiz. Also Sie sehen, was für eine Bandbreite dieses Thema Konzept haben kann, was dann dazu führt, dass ein Gebäude eine gewisse Form bekommt. Sie sehen, es gab eine Systematik in der Astronomie. So eine Systematik gibt es in der Architektur auch. Da hat man sich sehr an den Griechen abgearbeitet. Also die griechischen Säulenordnungen, die Kapitelle und so weiter. Das war so der Versuch, sagen wir mal, frühe Architektur zu erforschen und das dann gestalterisch für die eigenen Themen nutzbar zu machen. Und Sie werden sich wundern, wie oft in der Bau- und Architekturgeschichte diese Motive immer wieder auftauchen. Es gab aber auch andere Entwicklungen. Das hier ist so einer unserer, vielleicht so ein bisschen der Albert Einstein der Architektur, Le Corbusier, französischer Architekt, der sehr viel gebaut hat an diesem Betonbrü. Also Dinge, die wir schon auch sehr hart finden, sehr harsch von der Architektur her. Was sich dahinter so ein bisschen verbirgt, ist, dass er sich tatsächlich über die Maß. Also die Proportion des Menschen, dass er sich damit beschäftigt hat und versucht hat, dort einen Ansatz zu finden, seine Architektur menschlich in einen besseren Maßstab zu bringen, er hat diesen Modulor erfunden und gesagt, wie müssen eigentlich ausgehend von den Körpermaßen
Stühle, Tische, Tresen, Deckenhöhen und so weiter. Wie müssen die funktionieren? Ich erlaube mir den Hinweis, ich glaube, Le Corbusier hat so einen südfranzösischen Polizisten vor Augen gehabt, weil die Maße passen nicht immer überall ganz so gut. Ja, also die Schweden kommen da schon mal an ihre Grenzen, aber die Idee, die da also dahinter steckt, ist tatsächlich, wie kann ich die Natur beobachten und mir daraus ein Maßsystem entwickeln für das, was ich selber tue? Was ist der rote Faden, der uns jetzt weiter verfolgen wird, für den Rest des Abends? Am Anfang steht heute die Neugier über das Weltall. So, und dieser Neugier geht man irgendwo nach. Man sucht sich dafür einen Ort. So, und das Besondere, was die Menschen dort erleben, das wollen sie ausdrücken. Und das tun sie durch Form und Gestaltung. Und Sie werden jetzt eine Reihe von Beispielen sehen, einige, die Sie vielleicht kennen, einige, in denen Sie vielleicht sitzen, die sich damit beschäftigen, wie man diesen Weg geht. Dann starten wir einfach mal mit dem ersten Punkt, nämlich bevor man mit der groß in die Physik und so weiter eingestiegen hat, hat man erstmal den Himmel beobachtet. Man hat geguckt. Ja, man hat ihn, sagen wir mal, mit den Augen vermessen. Was Sie hier sehen, sind die Höhlen von Lascaux. Die sind entstanden, werden datiert in die Zeit zwischen 36.000 und 15.000 vor Christus. Und Sie sehen, wie die Menschen sich diese Höhle gestaltet haben. Sie haben sie nicht so gelassen, wie sie ist, sondern haben sie zu ihrem Ort gemacht. Ja, Sie sehen Alltagsdarstellungen und es gibt immer wieder Spekulationen darüber, ist das jetzt reine Deko? Ist das Jagdzauber? Stecken da kalendarische Themen drin? Bis hin zu astronomischen Motiven, die man auch immer wieder unterstellt und wo die Wissenschaft sich bis heute nicht ganz einig ist, ob es das immer ist. Das kann man aber noch viel direkter sehen. Jetzt sind wir in Ägypten. Das ist die Nilinsel Philae. Und sehen, die Ägypter waren sehr, sehr weit entwickelt, haben den Himmel sehr ausführlich und sehr intensiv beobachten können, haben viel verstanden, viel gewusst. Und sie wussten zum Beispiel auch, dass im Juni der Sirius, also der hellste Stern am Himmel, in der Morgendämmerung auftaucht, sogenannte heliakischer Aufgang. Und wenn der hellste Stern am Nachthimmel der Vorbote des längsten Tages ist und zu der Zeit auch noch die Nilschwämme einsetzt, ja, dann kommt man auf Gedanken. Ja, dann erstellt man Zusammenhänge her. Und dann ist auf einmal der Abstand zwischen dem, was auf der Erde passiert und das, was im Weltall passiert, gar nicht mehr so groß. Das mit den großen Steinen, das war also nicht nur in Ägypten. Wenn Sie sich überlegen, was so der Alltag eines Steinzeitmenschen so war, ja, ohne Netflix und Smartphone, Gesellschaftsspiele waren auch noch nicht so richtig erfunden. Was macht man denn, wenn man so viel Zeit hat? Man schichtet große Steine auf. So, das hat man in Stonehenge getan, überall in Europa, woanders auch. Kommst du mit Steine aufschütten? Ja, ich habe gerade nichts Besseres vor. Und Stonehenge ist jetzt einer von diesen berühmteren Beispielen, um die es ja immer noch eine ganze Reihe Rätsel gibt, was dort also passiert. Sie sehen, das war nicht immer so. Man weiß heute, dass bereits 11.000 vor Christus an dieser Anlage schon sagen wir, erste Wallanlagen, Aufschüttungen, Ausrichtungen, Auseinandersetzungen mit der Umgebung, also es steht da sehr in der freien Landschaft, dort bereits gemacht wurden. Und so von 3100 vor Christus bis 2100 vor Christus entstand die uns heute bekannte Anlage im Wesentlichen. Immer mal wieder mit Veränderungen. Es ist sehr eindrucksvoll, wenn Sie diese Forschungsberichte lesen, wie also mit detektivischer Akribie versucht wird, nachzuvollziehen, wann welcher Stein wohin bewegt wurde. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil da gibt es eigene Vorträge hierfür an der Sternwarte. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts hat sich die Forschung da intensiviert und professionalisiert. Man hat es immer wieder neu vermessen, Theorien überprüft. Und was ganz, ganz eindeutig ist, ist, dass es an ganz vielen Stellen Ausrichtungen gibt auf besondere Positionen der Sonne und des Mondes. Also zu so Tages-, also zu besonderen Tagen wie der Tag- und Nachtgleiche, der Sommersonnenwende, dem Frühlingsvollmond, dem ersten. Das sind alles so Positionen, die tauchen darin auf, sodass es sehr, sehr naheliegend ist, dass das
Stonehenge so eine Mischung ist aus Kultstätte, Kalender, Observatorium. Was es genau ist, weiß man nicht. Dazu müsste man sich ja in die Gedankenwelt der damaligen Leute hineinversetzen. Aber Sie sehen, da ist bereits eine Architektur, die sich am Himmel ausrichtet und die quasi wieder versucht, die Entfernung zwischen uns hier unten und da oben irgendwie zu verkürzen. Das hat auch Nachahmer gefunden. Also dieses Thema, wie mache ich in der Landschaft die Bewegung des Himmels sichtbar? Das hat in den Niederlanden, in der Provinz Flevoland, der US-amerikanische Konzeptkünstler Robert Morris, der hat also von 1931 bis 2018 gelebt, der hat das dort quasi nochmal auferstehen lassen. Ihm ging es auch darum, dieses Thema, wie verbinde ich mich als Mensch mit dem Weltall da oben, wie inszeniere ich besondere Zeitpunkte, Termine, wie erweitere ich quasi meinen Raum um mich rum, in den Weltraum. Das hat er dort nochmal versucht umzusetzen. Sie sehen also auch, ja, ich meine, wir könnten heute auch große Steine bewegen, er hat das jetzt einfacher gemacht. Springen wir mal aus unseren Breiten auf den indischen Subkontinent, Taj Mahal, 1648, 50 herum erbaut. Das ist zweifellos Architektur. Ich glaube, da besteht kein Zweifel. Das hat der islamische Herrscher Shah Jahan als Grabmal für seine Frau Mumtaz Mahal errichtet. Es gibt aber auch Spekulationen darüber, die sagen, sein Auftrag an seinen Baumeister war, bau mir den Thron Gottes. So, und nicht weniger für das als Grabmal für meine Frau. So, und man kann sich jetzt darüber streiten, ob es das ist oder nicht, aber es ist von einer sehr, sehr erlesenen Schönheit und von außerordentlichen Proportionen. Dass die Mogulherrscher zu der Zeit, die Maharajas, hier in diesem Fall Jai Singh der Zweite, Maharaja von Amber, dass die ein Gefühl hatten für Proportionen und für Dinge, die man bauen kann, das sehen Sie hier. Jai Singh der Zweite, der also ungefähr auch in die Zeit fällt, ist der Gründer von Jaipur, also einer der berühmten Städte in Nordindien. Und er hat in der Zeit von 1724 bis 34 fünf Sternwarten in seinem Herrschaftsbereich errichtet. So, jetzt zeige ich Ihnen mal aus einer Anlage hier Bilder. Das ist, Sie sehen es oben drüber, das Jantar Mantar, magische Instrumente. Also man hat dort schon eine Vorstellung davon gehabt, was das für wichtige oder eindrucksvolle Geräte sind. Sie sehen, diese astronomischen Instrumente sind gebäudegroß. Ja, sie dienen dazu, die Position von Sonne, Planeten, Monden und so weiter zu vermessen, nachzuhalten, zu überprüfen. Es geht da auch um Datumsbestimmung. Und an der Stelle ist dann die Astronomie und der Kult, der also auch um diesen Maharaja gemacht wird und der auch also religiös verankert ist. Das spielt eine sehr große Rolle. Es spielt aber auch eine andere Sache eine sehr große Rolle. Weil wenn Sie überlegen, das wurde in der Mitte des 17. Jahrhunderts gebaut. 1608, 1609 kam das Teleskop in Europa schon zum Einsatz. Ja, warum baut man dann solche riesigen Dinger, wenn man sehr viel effektiver mit so einem Fernrohr arbeiten kann? Und man kann davon ausgehen, dass es darüber Kenntnis gab. Also dieser interkontinentale Wissensaustausch, der war schon da. Auch sehen Sie in dem mittleren Bild astronomische Instrumente zur Bestimmung von Winkeln. Die konnte man auch viel kleiner bauen. So, was waren also die Gründe, dass Jai Singh der Zweite immer noch solche großen Steinanlagen errichtet hat? Also das eine ist, man muss natürlich sagen, so ein großes Gebäude ist natürlich stabiler als das kleine, etwas flimsige Ding, mit dem Sie ja die Winkelmessung machen können. Das ist sicherlich das eine. Das andere ist aber auch ganz klar Machtanspruch. Also wenn Sie so ein Fernrohr haben oder hier so ein Messgerät in der Jackentasche, das macht jetzt keinen schmalen Fuß. Aber wenn Sie Orte, die in Ihrem Land eine Bedeutung haben, mit etwas besetzen, was allen zeigt, hör mal zu, ich bin gebildet, ich habe einen weiten Horizont, ich weiß, wovon ich spreche, ich kann Sonnenfinsternisse vorhersagen, müssen Sie sich mal vorstellen, dann ist das
mit Architektur sehr gut machbar. Also Architektur, das werden Sie heute sehen, auch in der Astronomie ist eine, auch immer ein Machtthema. Und wenn Sie überlegen, die Anlagen standen in Delhi, also in der heutigen Hauptstadt, die standen in Jaipur, was auch eine Zeit lang Hauptstadt war. Varanasi ist Benares, also ein heiliger Ort für die Hindus. Und Sie sehen also, man sucht sich besondere Orte und wenn man die aufladen will, macht man da was mit Astronomie. Also was sagt das über die Bedeutung der Sternkunde in Indien aus? Gehen wir einen Schritt weiter. Verlassen wir jetzt den Bereich, wo es nur darum geht, den Himmel zu vermessen und zu staunen, sondern schauen wir jetzt wirklich in die Sterne. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, Macht spielt eine ganz große Rolle in der Astronomie und in der Architektur. Und zu der Zeit, über die wir jetzt kurz sprechen wollen, gab es zwei Weltmächte, die sich da in die Balance hielten. Das waren England und Frankreich. So, beides Seefahrernationen, beide darauf angewiesen, gut navigieren zu können. Und wenn man noch keine großartigen Uhren hat, dann braucht man die Sterne, um zu wissen, wo man ist und wie viel Uhr es ist. So, das heißt, die Astronomie bekam da auf einmal einen sehr, sehr pragmatischen, sehr, sehr großen Wert. Schauen wir uns den ersten Potentaten an, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Ludwig der 14., der Sonnenkönig von Frankreich, den man ja eher so kennt mit Versailles und dem ganzen Gedöns hier, Spiegelsaal und so. Aber das war auch durchaus nicht nur ein machtbewusster, sondern auch ein gebildeter Mann, der wusste, wenn ich es auf den Weltmeeren zu was bringen will, dann muss ich wissen, wo es lang geht. Und dafür brauche ich Astronomie. Und der gründete dann 1667 das Observatorium von Paris, Observatoire de Paris in Meudon. Und das ist heute in der Avenue de l'Observatoire. Witzig, dass man eine Sternwarte in der Straße baut, die nach einer Sternwarte benannt ist. Viel gut. Also dort war dann auch der Ort des Pariser Nullmeridians, des Vorgängers des Greenwich Meridians, wurde witzigerweise am 21. Juni, also am Tag der Tag- und Nachtgleiche, nee, am Tag der Sommers, nee, 21. Juni, längster Tag des Jahres, wurde er also bestimmt. Das Gebäude ist von 1671 und Sie sehen schon, also das hat so einen T-förmigen Grundriss mit zwei oktogonalen Türmen und dann diesem einen tatsächlich noch in wesentlichen Teilen historisch erhaltenen Kuppelbau. Könnte man da drauf gucken, sagen, ja, okay, ist ein altes Gebäude, sieht schick aus, was sagt uns das? Interessant wird es an der Stelle, wenn Sie sehen, wer es gebaut hat und was der sonst so gemacht hat, nämlich Claude Perrault. Der war Architekt, Mediziner, Wissenschaftler. Also ziemlich nah an dem, was sich Vitruv so vorstellt, was ein Architekt eigentlich sein muss. Also er hat bestimmte Astronomie gemacht. Können Sie mal locker von ausgehen. Der hat übrigens Vitruv übersetzt ins Französische. So intensiv hat er sich da reingearbeitet. Und was Sie da rechts sehen, ist die Ostfassade des Louvre. Die hat er geplant und gebaut. Und zwar parallel zum Observatoire de Paris. Also das ist so eine Formsprache, eine Zeit. Und das bringt mich jetzt wieder zurück auf das Thema eben mit den Indern. Na, warum springt das jetzt nicht? So. Sie sehen jetzt links 1671 das Observatorium, rechts die Ostfassade des Louvre. Klar, die ist jetzt dominierender durch die großen Doppelsäulen. Worauf ich aber da hinaus will, ist, Sie sehen, es wird strenger in der Gestaltung. Es ist ja eine strenge Gestaltung, wenig Schmuck. Man hat den Barock des Absolutismus, lässt man so langsam ein bisschen hinter sich. Man spricht hier von diesem strengen französischen Klassizismus. Und Sie sehen, man gibt der Architektur, man gibt der Astronomie über die Architektur, die man für sie zitiert, gibt man ihr eine Bedeutung. Also wenn derselbe Architekt, der den Louvre, Königspalast, auch derjenige ist, der die Sternwarte errichtet und er sich einer ähnlichen Formsprache bedient, dann zeigt das auch an dieser Stelle wieder, welchen Stellenwert die Wissenschaft in Frankreich zu der Zeit hatte. So, und jetzt springen wir rüber zu den anderen Royals. Über den Ärmelkanal rüber nach England, Charles II., der Wiedereinsetzer des Absolutismus in England nach dieser kurzen Episode unter Oliver Cromwell. Und
Charles II. War so ähnlich wie sein Gegenüber in Frankreich, auch ein Freund der Wissenschaften. Und das sehen Sie daran, dass er die Royal Society, die es ja bis heute gibt, dass er die gegründet hat damals. Also auch da wieder diese große Wertschätzung für Wissenschaft bei den Herrschenden. Und die Anlage, die damit zusammenhängt, die werden Sie alle eigentlich kennen. Das ist das Royal Observatory in Greenwich, in der Nähe von London. Es wurde errichtet ab 1676, also Sie sehen, so ungefähr in derselben Zeit wie Meudon in Paris. Und was wir uns jetzt genauer angucken, ist das Gebäude, was ich jetzt eingekästelt habe. Das ist eigentlich auch das, was man sich immer am ehesten anguckt. Das ist nämlich der Arbeitsplatz des sogenannten Astronomer Royal, also des königlichen Hofastronomen. Ja, also höchste Position unter den Sternenguckern im England des 17. Jahrhunderts. Bekannt ist das Gebäude als das Flamsteed House. Ja, hier sehen Sie es nochmal jetzt rausvergrößert. Das Flamsteed House, das stand schon 1676 da. Und es wurde auf den Fundamenten von Greenwich Castle, die da vorher stand, wurde das errichtet. Und man hat Teile von diesem Duke Humphreys Tower, der daneben steht, hat man auch für diese Sternwarte verbaut. Sie werden das heute kennen, weil das die Stelle ist, wo man sowohl vormittags als auch nachmittags stehen kann, oder sowohl im Osten als auch im Westen, weil da der Nullmeridian wirklich vor diesem Gebäude durch den Boden geht. Und benannt ist das Gebäude ja nach dem ersten Leiter, John Flamsteed. Und dessen Aufgabe war es jetzt nicht, also Planeten, Gasnebel oder sonst was zu beobachten, also das Zeug, mit dem wir uns heute so beschäftigen, sondern es war Positionsastronomie. Die Vermessung der Sternpositionen, die Vermessung der Sternbewegung, die Zeitmessung, um die Vorteile für die Marine zu bekommen. Also, Sie sehen ja heute auch, wenn Sie in Greenwich oben an der Sternwarte sind, sehen Sie die Admiralität unten an der Themse. Und für die Engländer war das entscheidend, also kriegsentscheidend, muss man fast schon sagen, die Astronomie und die Sternbewegung im Griff zu haben. Der Architekt des Flamsteed Houses war Sir Christopher Wren. Der lebte von 1632 bis 1723. Als Architekt war er tatsächlich Autodidakt. Das macht aber nichts, weil er war Mathematiker und Astronom vorher. Und also auch da wieder ganz nach Vitruv, so ein Universalgelehrter. Er war übrigens auch Mitbegründer der Royal Society, also Gründungsmitglied, so wie ich es nicht bin für den 200 Jahre alten Physikalischen Verein. Und das rechts unten, das ist die St. Paul's Cathedral in London. Das ist so eins seiner bekanntesten Hauptwerke. So, er lernte in Frankreich, so 1665, das war so seine Lehrjahre. Dann kam 1666 der große Brand von London. Und obwohl quasi Teile von London in Schutt und Asche lagen, hat man gesagt, nee, wir brauchen diese Sternwarte. Das heißt, du baust Teile von London wieder auf, aber bitte auch die Sternwarte. So, er wurde der Stadtbaumeister von London, deswegen hat er eine ganze Reihe von Kirchen und Häusern in London gebaut, die man heute noch sehen kann. Und wenn man jetzt fragt, in welchem Stil hat er denn gebaut, dann kommt wieder so ein schönes Fremdwort, das haben wir in der Architektur auch, nicht nur in der Astronomie, der Eklektizismus. Ja, da muss ich immer einen Schluck trinken. Eigentlich muss ich das vorher tun, aber heute ging es eigentlich ganz gut, der Eklektizismus. Das ist eigentlich nichts weiter als, wenn ich es jetzt ganz böse formulieren will, man hat sich keinen eigenen Stil überlegt, sondern hat gesagt, es gibt schon so viele schöne Stile, wir nehmen uns jetzt schöne Sachen da raus oder wir kopieren, weil wir damit auch eine Aussage verbinden. Also wenn wir was Griechisches nehmen, dann ist das total toll, weil die Griechen waren toll. Also das war so ein bisschen die Logik, die es dahinter gab. Und behalten Sie das mit dem Eklektizismus bitte im Hinterkopf, also Klassizismus, Barock, Tudor, die ganzen alten Stile, die wurden also von Wren und seinen Zeitgenossen gerne verwendet. Ich mache jetzt den Sprung zurück von England rüber hier zu uns, also in unsere allernächste Nähe. 24. Oktober 1824, die Gründung des Physikalischen Vereins. Wir sehen, da ist ein Auszug aus einem der ersten Protokolle.
Sehr schön geschrieben, auch gedruckt. Das ist, können wir uns heute nicht mehr leisten. Heute sind die Protokolle hässlich und doof, aber damals waren sie wenigstens schön. Und 1824 wurde der Physikalische Verein gegründet, nicht hier. Es gab verschiedene Standorte im Bereich hier der Stiftstraße und der Innenstadt, wo also der Verein in seinen Ursprungszeiten saß. Aber irgendwann war man dann auch so weit professionalisiert, dass man gesagt hat, wir brauchen für diese wissenschaftliche Einrichtung einen schöneren Ort, einen funktionaleren Ort, also da, wo einfach auch mehr geht. So, und das war dann 1907 der Neubau des Physikalischen Vereins, in dem Sie heute sitzen. Der Stil war der sogenannte Neobarock. Also Neobarock, jetzt sind wir wieder beim Eklektizismus. Der Neobarock sagt eigentlich nichts weiter wie, ich fand den Barock toll, wir machen das jetzt nochmal und besser. So, weil Barock, das drückt was aus, das ist die Zeit der Aufklärung, da ist Musik drin, damit wollen wir uns identifizieren. Ein 100 Meter langes Gebäude, das ist für die damalige Zeit ein ganz schöner Trümmer an der damals noch sogenannten Victoria-Allee. 1907 sind wir hier eingezogen, 1908 war die feierliche Eröffnung, ich war nicht dabei. Und der Architekt des Gebäudes war also Franz von Hoven. Der lebte von 1842 bis 1924 und er und seine Kameraden, das waren so Historismusarchitekten. Also die haben sich sehr gerne historischer Form bedient, um quasi diesen Spirit der alten Zeit wieder aufleben zu lassen. Das Innere war für die damalige Zeit ein total modernes Forschungs- und Institutsgebäude. Ja, da waren 8 Institute drin, wir hatten 4 Hörsäle, Labors, Werkstätten. Der Physikalische Verein ist ja älter als die Frankfurter Uni. Und als die Frankfurter Uni 1914 gegründet wurde, gingen diese Anlagen in diese Stiftungsmasse, in diese Gründungsmasse der Frankfurter Universität über. Jetzt, wenn Sie nachher rausgehen, werden Sie natürlich gucken und sagen, der Herr Pinto hat uns betuppt. Das sieht ja gar nicht so aus. So, das liegt daran, dass es diese Episode gab, 1900. 45. So, und die ist leider auch am Physikalischen Verein nicht spurlos vorübergegangen. Das Gebäude war sehr stark kriegszerstört. Unser Refraktor hat es überlebt, weil man ihn rechtzeitig in Sicherheit gebracht hat. Jetzt hatten wir hier natürlich Verlust an Gebäuden, aber ich möchte an dieser Stelle auch, weil wir 200-jähriges Jubiläum feiern, eher daran erinnern, dass es auch einen Verlust an bedeutsamen Menschen gab. Also nicht nur viele, sehr viele in Frankfurt, sondern ich möchte einen exemplarisch besonders nennen, nämlich Arthur von Weinberg. Das ist ein deutscher Chemiker und Unternehmer, Stifter und Förderer. Ja, ich meine auch im Zusammenhang mit Casella und so weiter. Sie werden den in der Frankfurter Geschichte immer wieder antreffen. Und Sie können sich vielleicht denken, warum ich das jetzt erwähne. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft hat er das Kriegsende nicht mehr erlebt, sondern starb 1943 im Konzentrationslager Theresienstadt. Weil man das aber nicht vergessen hat, was solche Männer für die Forschung und auch für dieses Land getan haben, trägt unser Gebäude heute seinen Namen. So, und das ist ein Erbe, das dieser Verein auch hat. Und Sie sehen auch da wieder, Architektur ist an der Stelle auch Denkmal, nämlich Erinnerung und Anstoß, über gewisse Dinge nachzudenken. Und das in einem Gebäude, wo man sich mit sehr viel Wissenschaft, Forschung und Technik und Innovation auseinandergesetzt hat. Nämlich mit freiem Kopf, mit offenem Geist und international. Und ich glaube, wir können stolz sein, dass dieses Gebäude, den Namen eines solchen Mannes trägt. Wenn wir schon in der Entwicklungsgeschichte sind, Sie haben jetzt gesehen, wo das Gebäude des Physikalischen Vereins herkommt und wo es hingegangen ist. Sowas bleibt nie stehen. Und in der Zeit von 2011, je nachdem, wie man zählt, wie der Prozess angefangen hat, bis 2021 hat der jetzt vor wenigen Tagen verstorbene Architekt Peter Kulka das Senckenberg-Gebäude, das Jügelhaus und unser Gebäude hier quasi komplett kernsaniert. Und also diese Umgestaltung, diese Überführung des Neobarocken in die Moderne, wurde also unter anderem mit dem Hessischen BDA Architekturpreis 2023 und der Martin-Elsässer-Plakette ausgezeichnet.
Und wenn Sie jetzt mal überlegen, also wenn Sie sich jetzt diese Säulen und diese Gliederungen anschauen, griechische Vorbilder, römisch kopiert, im Barock und in der Renaissance neu zitiert, im Neobarock nochmal aufgegriffen und jetzt in der modernen Architektur neu interpretiert, man fragt sich wirklich, was als nächstes kommt. Also da sehen Sie, dass auch diese Kontinuität da durchaus drinsteckt. So, wo wir gerade bei Kontinuität und Genialität sind, kommen wir zu ihm. Ich kann ja praktisch keinen Astronomievortrag machen, ohne dass der nicht irgendwie auftaucht. Albert Einstein, und der ist jetzt nicht, also es ist ein Architekturvortrag, nicht weil er Einstein heißt, ist er hier drin, sondern es hat schon auch einen anderen Grund. 1879 bis 1955, der wahrscheinlich bedeutendste, ja, theoretische Physiker der Wissenschaftsgeschichte. All das, was wir Architekten machen, also Raum, oben, unten, das hat er auf den Kopf gestellt. Gibt bei ihm keine richtige Materie mehr. Zeit, Raum, Gravitation, alles so ein bisschen durcheinander. Muss man schon auch aufpassen, dass einem man da nicht völlig durchdreht. Die Relativitätstheorie, der photoelektrische Effekt, also viele der Grundlagen dafür, dass wir heute auf die Welt anders gucken, hat Albert Einstein gelegt. Aber die Sache ist ja die, er hatte nicht immer von Anfang an recht und auch an Albert Einstein musste seine Theorien ja erstmal beweisen. So, und er ist zwar theoretischer Physiker gewesen, aber es wäre ja nicht schlecht, wenn man in der wirklichen Welt, sagen wir mal, Nachweis dafür findet, was er da so beobachtet hat. Und es ist so, er hatte einen befreundeten Astrophysiker, Erwin Finlay Freundlich, und der trat an Albert Einstein heran und sagte: Sag mal, wir könnten doch die Theorien, die du hast, für einen Nachweis für die Relativitätstheorie könnten wir über Beobachtungen im Sonnenspektrum gewinnen. Also wenn es im Sonnenspektrum, also Sie sehen hier das Licht der Sonne aufgespalten in die Regenbogenfarben und dann sehen Sie dort die sogenannten Absorptions- oder die sogenannten Fraunhofer'schen Linien, die uns Hinweise darauf geben, welche Elemente dort oben vertreten sind und welche nicht. Wenn es dort die sogenannten rot verschobenen Linien im Spektrum gibt, also Linien, die an einer anderen Stelle sitzen, als sie eigentlich sein müssten, dann wäre das ein erster möglicher Nachweis für die Relativitätstheorie. So, das ist jetzt sehr kursorisch zusammengefasst, aber Sie sehen, das ging darum, eine vielleicht bahnbrechende Theorie zu unterfüttern mit Beobachtung. Und das führte dann tatsächlich zu dieser Architektur hier, zum Einstein-Turm, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Potsdam auf dem Telegrafenberg errichtet wurde. Das ist übrigens 11 Jahre nach dem Gebäude des Physikalischen Vereins. Behalten Sie das mal im Hinterkopf. 11 Jahre zuvor hat man noch in den barocken Formen des 16. und 17. Jahrhunderts geschwelgt. Und jetzt kommt einer, der sagt: Nein, ich mache einen, da ist eine radikale Theorie auf dem Weg. Die braucht auch eine radikal neue Architektur. So, und der Architekt, der jüdische Architekt Erich Mendelssohn, hat in dieser kurzen Phase, die man den Expressionismus in der Architektur nennt, die war in der Malerei länger, das ist so eine Phase, die schließt sich so ein bisschen an den Jugendstil an, den Sie hier aus der Region, vielleicht aus Darmstadt, besonders gut kennen. Im Wesentlichen ist der Expressionismus in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Mehr oder weniger, mal nach vorne, mal nach hinten, je nachdem, wie Sie es zählen. Dort ging es um Expression, um Ausdruck, nicht um das Kopieren von historischen Vorbildern oder dem Reanimieren von historischer Anmutung, sondern es ging darum, weniger Dekor, organische Formen und etwas ausdrücken. Und hier geht es darum, in diesem Gebäude der Stromlinienmoderne, das ist so ein Spitzname für den Expressionismus, dort einfach zu zeigen, was in diesem Inneren dieses Gebäudes untersucht und erforscht wird. So, der Vorteil, den Mendelssohn hier hatte, war, das ist so ein Architektentraum. Das eigentliche Teleskop braucht ein Fundament und der Turm mit der Anlage, der ist in der Mitte und der steht für sich. Der darf auch eigentlich nicht verbunden sein mit dem Rest des Gebäudes. Das heißt, sie bauen eine völlig freie Schale drumherum und können sich so ein bisschen gestalterisch austoben. Also Sie sehen schon, ich lächle, ich kriege leuchtende Augen. Das ist alles das, was man sich so vorstellt, wenn man an so ein Gebäude dran geht. Und deswegen konnte auch dieses Thema der Bewegung, der Dynamik, der Veränderung, des Revolutionären dieser möglicherweise Relativitätstheorie, konnte er also dort, sagen wir mal, in Form gießen.
So, jetzt möchten Sie wahrscheinlich wissen, wurde denn der Anspruch eingelöst, den das Gebäude und den die Untersuchung, die Erforschung dort quasi aufgestellt hat? Der Nachweis der Rotverschiebung im Spektrum klappte mit der Anlage nicht. So. Trotzdem wurden dort an der Sternwarte sehr, sehr bahnbrechende, sehr, sehr wichtige Beobachtungen zur Erforschung und zur Erkenntnis der Sonne wurden dort gemacht. So, wie sieht es denn mit der Architektur aus? Sie sehen so eine geschwungene Form, das schreit ja praktisch nach Betonbau. So, und es war als Betonbau geplant, aber leider war es so, dass die technologischen Möglichkeiten noch gar nicht so waren, dass man so eine Form in Beton bauen konnte. Also musste man so eine Mischung machen aus Beton und Ziegelbau und die arbeiten unterschiedlich. Das sind unterschiedliche Materialien. Ziegel arbeitet anders als Beton und deswegen gab es dort leider eine Reihe von Bauschäden, sodass das nicht mehr ganz klappt. Man musste immer wieder bis heute dieses Meisterwerk des Expressionismus renovieren. Sie können sich Beispiele dieses Baustils hier übrigens angucken, der Mausan-Turm von Joachim Hensel Losch in der Frankfurter Innenstadt. Das ist auch so ein Beispiel des Expressionismus und das Verwaltungsgebäude, Hauptverwaltungsgebäude der früheren Höchst AG. Die heißt ja heute irgendwas mit Infraserv, bla blub, tralala. Das können Sie, das ist auch ein Beispiel aus diesem Expressionismus. Das war übrigens das Gebäude, da war übrigens das Logo der Höchst früher, dieser Brückenbau. Und das wurde auch von einem ganz berühmten Architekten errichtet, nämlich Peter Behrens, der so andere berühmte Architekten ausgebildet hat, wie Mies van der Rohe oder Walter Gropius. So, verlassen wir Frankfurt, verlassen wir Europa und gehen wir rüber in das Land of the Free. Ja, die neue Welt. So, USA, ja, die hatten keine Könige. Ja, mit der Marine haben sie relativ spät angefangen. Andere Wurzeln, andere Entwicklungen. Ein Thema in den USA sind die reichen Männer. Reiche Männer. Sie werden gleich sehen, reiche Männer mit Schnurrbärten. Das ist so ein, ja, jetzt fragen Sie, boah, das wird jetzt immer schwieriger. Architektur, reiche Männer, Schnurrbärte, wird ein bisschen kompliziert gerade, aber Sie werden sehen, ich hole Sie da gleich ab. Da geht es nämlich darum, dass das Stifter waren. Also es gab Leute, die in Amerika zu so viel Geld gekommen waren, dass sie gesagt haben, sie möchten dem Gemeinwesen etwas zurückgeben. Und das tun sie über die Wissenschaft. Also schon wieder was, erinnern Sie sich an Jai Singh und so weiter, taucht immer wieder auf. Wenn ich gut drauf bin und Geld habe, mache ich was in Wissenschaft. Sie sehen hier Griffith, J. Griffith. Ja, was seine Eltern sich dabei gedacht haben, weiß ich nicht. Ja. 1850 bis 1919 reich geworden durch den Bergbau, keine Ahnung, ob er wegen seines Namens immer unter die Erde musste, aber zum einen ist er durch den Bergbau reich und berühmt geworden, zum anderen hat er wohl auf seine Frau geschossen und war deswegen im Knast. So, also, ja, was in so Leuten vorgeht, ich weiß es nicht. Ich habe von seiner Frau kein Bild gefunden. Und nicht, dass ich damit sagen will, dass das eine Erklärung oder eine Entschuldigung sein dürfte, aber ich habe ein bisschen recherchiert, ich wollte sie da nicht im Unklaren lassen, aber ich habe nichts gefunden. So, er hat den 12 Quadratkilometer großen Griffith Park in der Nähe von Los Angeles gestiftet und oberhalb dieses Parkes auf 300 Meter Höhe auf dem Mount Hollywood steht etwas, das werden Sie kennen, nämlich das Griffith Observatory, das 1935 gebaut wurde und auch eröffnet wurde. Ja, ein weißer Kuppelbau. Die Architekten waren John Austin und Frederick Ashley. Taucht ja in vielen Filmen auf. Das ist ja, sagen wir mal, so ein mythischer Ort, muss man fast schon sagen, für die Astronomie. Und gebaut wurde das, weil Griffith J. Griffith hat sich, vielleicht wegen seines Namens, nicht lumpen lassen wollen und hat den Architekturstil gewählt, also wie seine ganzen Vorgänger auch, was zu der Zeit so der neue heiße Scheiß war, nämlich Art Deco. Das war so eine Entwicklung aus dem Jugendstil, hatte seine Hochphase in den 20er Jahren der 1900er bis zum Zweiten Weltkrieg. Und Sie können es da schon so ein bisschen sehen. Da geht es um Eleganz, da geht es um kostbare Materialien, so ein bisschen Exotik, da tauchen ägyptische Elemente auf, maurische Elemente. Also auch da wieder so ein bisschen Eklektizismus. Ein anderes Gebäude, das sie auch in dem Stil errichtet wurde, ist das Chrysler-Gebäude. Das macht vielleicht nochmal deutlich, wovon wir da sprechen.
Und ich meine, es ist schon toll. Da wohnen sie in Los Angeles, irgendwo unten im, ja, da war noch nicht so viel Smog, aber sie wohnen da unten. Dann sehen sie diesen weißen Tempel da oben, diesen Tempel der Wissenschaft, gehen da hoch und dann sind sie umgeben von diesen erlesenen Materialien. Es war schon da wichtig, die Erhabenheit der astronomischen Wissenschaft zu zeigen mit diesen Architekturformen. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Eins der Dinge, die ich sehr, sehr spannend finde, ich habe es leider selbst in echt noch nie sehen können, das McMath Pierce Solar Telescope 1962 errichtet. Vergleichen Sie das mal mit dem Einstein-Turm in Potsdam, was ja auch ein Sonnenteleskop ist. Auch wieder so ein sehr skulpturaler Baukörper, steht also da oben in 2000 Metern Höhe auf so einem in Tucson, Arizona. Das steht da so weit oben, damit es möglichst viel Atmosphäre hinter sich lässt. Und es ist heute, nee, damals war es auch schon Teil von Kitt Peak National Observatory. Das gehörte da schon dazu. So, es gab erste Studien zu diesem Teleskop 1958, 59. Da ging es eher so um die Formfindung, weil sie sind ja da oben, stehen sie voll im Wind. Also, und so ein Sonnenteleskop, was immer im Wind wackelt, das ist keine so tolle Idee. Und deswegen gab es also vom amerikanischen Bauingenieur William Zabrinsky erste Studien, wie man also so ein Gebäude stabilisieren kann. Und muss ich mal kurz wechseln. Da wollte ich noch gar nicht hin. Nehmen, lassen wir das mal da. Bis 1962 erfolgte dann die Planung durch das berühmte amerikanische Architekturbüro Skidmore, Owings und Merrill. Also SOM, das kennt man. Die werden Sie auch kennen. Das John Hancock Center in Chicago und der Burj Khalifa in Dubai. Das sind beides Gebäude, die auch SOM geplant und gebaut hat. Und hier sehen Sie eine Innenaufnahme von diesem Teleskop. Das ist ein Sonnenteleskop. Es ist benannt nach dem Astronomen Robert McMath und Keith Pierce. Und als es eröffnet wurde, sprach John F. Kennedy davon, dass das eine Quelle des nationalen Stolzes ist. Also auch da sehen Sie wieder, Macht und Astronomie und Architektur scheinen irgendwie ein Trio zu sein, das gerne zusammenkommt. Es ist bis heute eins der größten Sonnenteleskope der Welt. Dieser Heliostat oben auf dem Dach hat also einen offenen Durchmesser von 2 Metern. So, wie funktioniert dieses Teleskop im Wesentlichen? Sie sehen, dass das eigentliche Teleskop größtenteils unter der Erde ist. Das, was Sie oben sehen, ist eigentlich nur der Winkel, also diese Konstruktion, die das Sonnenlicht in das Innere des Teleskops bringt, wo es dann dort in unterschiedlichen Laboren untersucht werden kann. 30 Meter hoch ist der Turm, dieser lange Arm 60 Meter, der da in die Erde hineingeht. Die Grundkonstruktion, die das Gebäude stabilisiert, da sind also Beton-Aussteifungen drin, die sind 1,20 Meter dick teilweise, um zu verhindern, dass der Heliostat oben wackelt oder vibriert. So dieser rautenförmige Querschnitt, Sie sehen das da rechts in dieser Tragstruktur, soll auch diesen ganzen Arm einfach unheimlich steif machen. Und weil da ja auch Sonnenlicht reinreflektiert wird, ist die ganze Konstruktion auch noch temperiert, es gibt Ventilatoren, Kühlpaneele, damit man überhaupt da unten dann auch arbeiten kann in aller Ruhe. Also man sieht jetzt hier, da habe ich Ihnen zwei sehr markante Sonnenteleskope gezeigt, das scheint auch irgend so ein Thema zu sein, wo man sagt, jo, spannend, da kann man wirklich was mitmachen. So, es ist aber jetzt so, es muss nicht immer so groß sein, wenn man es markant haben will, es geht auch eine Nummer kleiner. Das ist jetzt tatsächlich eine Privatsternwarte, nämlich das Gemma Observatory, das Gemma Observatorium in der Nähe von New Hampshire in den USA. Der Bauherr, der also diese Sternwarte bauen wollte, hat sehr lange nach Architekten gesucht, mit denen er das machen kann. Die hat er dann mit Ann Mahanian Winton Architekten auch gefunden. Und wenn ich jetzt wieder auf dieses Thema Konzept zurückkommen darf, das die Landschaft in dem Bereich prägt das Gebäude. Die Landschaft ist das Thema für den Standort. Geringe Lichtverschmutzung, also viel Dunkelheit. Die Landschaft ist durch diese geschichteten Granitfelsen geprägt. Deswegen hat man dort auch auf eine Kuppel verzichtet, damit das Gebäude so ein bisschen Teil der Landschaft wird. Und diese gebrochene asymmetrische Form versucht auch auf diese Topografie einzugehen. Also man wollte, dass die Sternwarte
nicht einfach so ein Zweckbau ist, sondern quasi Teil der Landschaft wird. So, und Sie können das hier in dem linken Bild sehen. Das war nicht einfach. Ich glaube, da gibt es keine zwei Zinkplatten, die gleich sind für diese Verkleidung. Und dann gibt es so kleine Kniffe wie, es gibt ein Eckfenster, das so angeordnet ist, dass immer auf den Polarstern, also der Polarstern ist immer da, wo er hingehört. Und dieses Fenster hat man darauf so ausgerichtet, dass man den auch immer sieht. Also wie man auch versucht hat, Architektur und Himmel an der Stelle wieder zu verbinden. Ich muss gucken, dass ich noch genug Folien habe für die kommenden 2 Stunden. Das muss ich mal kurz mal schauen. Ich bin viel zu schnell. Man hat schließlich einen Ruf zu verlieren. Ja, Sie fangen im 200. Vereinsjubiläum an und es endet im 201. Schauen wir uns weiter um. Wir sind hier jetzt dabei, den Weltraum zu erklären. Also die Folien jetzt zum Physikalischen Verein, die hätte ich auch in diesem Kapitel zeigen können. Wenn Sie möchten, zeige ich die Ihnen auch nochmal. Aber wir müssen ja vorankommen hier. Schauen wir uns das jetzt mal an, den Weltraum zu erklären. Da gibt es ja einiges zu erklären. So, und das hier war einer von den großen Erklärbären der Physik und der Astronomie, Isaac Newton. Also dieser Mann war Ende des 18. Jahrhunderts so klug, also auch Teil der Aufklärung, dass, wo man gesagt hat, der Absolutismus hört auf und das Öffnen des menschlichen Geistes drückt also in den Vordergrund, dass man Isaac Newton teilweise praktisch mit Erleuchtung gleichgesetzt hat. Ja. Gravitation, Bewegungsgesetze, Lichtspektrum, das ist ja dann das Fundament, auf dem Einstein und alle anderen später aufbauen konnte. Und man konnte ob der Klugheit dieses Menschen schon auf die Idee kommen, dass er für die Leute, für die die Aufklärung religionsähnliche Züge hatte, schon auch so eine gewisse Gottähnlichkeit erlangt oder zumindest prophetisch. So, und dem wollte man auch in der Architektur irgendwie eine adäquate Antwort geben. Und das hat hier Étienne-Louis Boulay versucht mit einem, ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht, unrealisierten Entwurf. Also Boulay lebte von 1728 bis 1799. Das, was Sie da auf dem Bild rechts sehen, ist in Westminster Abbey das eigentliche Grabmal von Isaac Newton. Das, was Sie links sehen, ist nicht als Grab gedacht, sondern als Kenotaph, also als Denkmal oder Scheingrab, was an Isaac Newton erinnern soll. Und jetzt gebe ich Ihnen mal ein bisschen Statistik dazu. Das ist also ein mehrstufiger Sockel mit einer großen Freitreppe und diese Kügelchen, die Sie hier sehen, also das, was man da erkennen kann, das sind Zypressen. Das sind also Bäume, die da auf dem Gebäude wachsen. Es gibt keine vermaßten Pläne, aber aus dem, was man so aus den Treppen und so weiter ableiten kann, hatte sich Boulez eine Kugel von 250 bis 280 Metern Durchmesser überlegt. Das ist die Höhe des Commerzbank Towers hier in Frankfurt. Und die Kugel natürlich als perfekte Form und als Sinnbild des Universums. So, wenn Sie jetzt mal schauen, also auch innen wollte man sich nicht lumpen lassen. Ja, das ist also der Innenraum, der also wahlweise bei Tag durch so Öffnungen Sterne simulieren kann. Also man hat das Gefühl, man ist unter so einem Nachtpanorama. In der Nacht dann die große Laterne, die große Leuchte der Aufklärung, die dann dort leuchtet und allen Menschen quasi die Erkenntnis verschafft. Dieser Boulez hat kaum gebaut. Dreimal dürfen Sie raten, warum. Also er hatte, heute würde man ihm sagen, leg's mal auf den Kopierer 40% und dann kommen wir ins Geschäft. Ja, das ging damals noch nicht. Und es ist aber so, dass diese Reduzierung der Form und weg von diesem opulent gestalteten hin zu einfachen, prismatischen Formen, das ist schon auch ein bisschen Wegbereiter der klassischen Moderne. Und den Stil, den er da vertritt, den nennt man die französische Revolutionsarchitektur, hat jetzt nichts mit der französischen Revolution an sich zu tun, sondern man wollte mit diesen einfachen Formen diese opulente, geschmückte Architektur, wie sie bisher praktiziert war, wollte man revolutionieren. So, und dann baut man natürlich für den revolutionären Denker Isaac Newton einen Kenotaph, über den der sich, glaube ich, gefreut hätte wie ein Schneekönig. Nur immer kleiner geht es aber auch.
Wir werden wieder etwas bescheidener. Wir sind in Jena. Hier der klassische Ort, wo der Himmel erklärt wird, nämlich das Planetarium. Das Zeiss-Planetarium in Jena ist das dienstälteste Projektionsplanetarium der Welt, das noch in Betrieb ist. Am 18. Juli 1926 wurde das in Betrieb genommen. Und das war für die Astronomie und für das Erklären von Astronomie war das eine Innovation. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von der Macht und bleiben bei der Innovation. Wenn quasi in der Astronomie Innovation getriggert wird, dann triggert das auch in den Ingenieurwissenschaften Innovation. Und dieses Planetarium wurde errichtet in der Zusammenarbeit des Architekten Johannes Schreiter und Ernst Schlag mit den Ingenieuren Walter Bauersfeld und Franz Dichinger und trägt bis heute die Technologie, die da eingesetzt wurde, trägt bis heute ein bisschen diesen Namen, die Bezeichnung Zeiss-Dividag-Schalenbauweise. Also die Dividag gibt es noch heute als Bauunternehmen. Das ist die Konstruktion hier ist, man hat ein Stabnetzwerk errichtet, da hat man das Ganze noch mit Drahtnetz erweitert und dann so eine Art Spritzbeton aufgebracht. Die Kuppel hat 25 Meter Durchmesser, sie hat 981 Quadratmeter, sie wiegt 157 Tonnen und ist 6 Zentimeter dick. Das ist die Technologie, die man also dort, sagen wir mal, man hatte dafür noch keine großen Vorbilder. Man hat das dort also erstmals so angewendet. Heute kennen wir das, ja, mit dem Spritzbeton. Heute ist das eine arrivierte Technik. Aber Sie sehen, wenn man sich mit Astronomie beschäftigt, dann kommen einem schon auch mal andere Ideen. Andere Ideen. Hier mal eine andere Art von Planetarium. Das ist das Rose Center for Earth and Space, das 2000 errichtet wurde in New York. Der Hauptbestandteil dieses Zentrums ist das Hayden Planetarium. Es gab vorher dort an der Stelle bereits ein Planetarium von 1935 und das hier löste dann diesen Altbau ab. Das war das Architekturbüro Polscheck Partnership. Und Sie sehen, der wesentliche Teil ist dieser sechsgeschossige Glas. Wow, das können Sie gar nicht sehen. Ja? Sie sehen meinen Cursor nicht. Also Sie sehen da links im Bild diesen sechsgeschossigen Glasbaukörper mit der Kugel drin. Und das architektonische Element dort ist dieses, wie ich es vorhin auch beim Architekturmuseum hier in Frankfurt in anderer Form genannt habe, nämlich das Haus im Haus. Da schwebt also diese Hayden Sphere, schwebt also dort in diesem Glaskasten. Und das Museum macht quasi sein Inneres nach außen sichtbar, wird so ein großes Schaufenster. Und sehr schön ist, da sind ja noch Teile des Altbaus, also dieses Ziegelbaus nebendran. Und man hat sich also bewusst für diesen Kontrast entschieden und gesagt, guck, es gibt diese Form und diesen Ausdruck und diesen anderen gibt es auch. Also ich meine, das ist schon ein riesiger Raum, den man da praktisch scheinbar schwerelos in diesen Glaskasten gehängt hat. Sie sehen das hier jetzt nochmal mit dem Umgang und den Stützen, teilweise auch mit Erschließungsmöglichkeiten. Da gehört schon einiges dazu, um sowas so leicht aussehen zu lassen. Da sitzen ja eine ganze Reihe Leute drin, wenn da die Show läuft. Ich möchte jetzt nochmal so einen Sprung zurück machen, um dann einen Schritt nach vorne zu gehen wieder, Sie nochmal mit einem architektonischen Begriff konfrontieren, nämlich der Architektur parlante, der sprechenden Architektur. Ich habe Ihnen ja vorhin so ein paar Ansätze für Konzepte genannt, wie man das so machen kann, wie man das so herleiten kann. Das ist jetzt die plakativste. Ja, wenn Sie eine Bücherei machen wollen, stellen Sie Bücher auf, dann weiß draußen jeder sofort, was drin ist. Das kann auf die Dauer ein bisschen ermüdend werden, wenn Sie das immer an den Bibliotheken haben. Deswegen ist die Frage, wie Architektur parlante gemacht wird, schon auch eine diskutierte in der Architektur. Ich möchte Ihnen aber jetzt mal so ein moderneres Beispiel zeigen. Das hier auf dem Foto ist Klaus Schirrer. Klaus Schirrer ist, also lebte von 1940 bis 2015. Er war Physiker und einer der Mitbegründer von SAP.
So, und da können Sie sich vorstellen, also all die Leute, die in Unternehmen arbeiten und wissen, was so SAP-Software kostet, können Sie sich vorstellen, dass der irgendwann richtig Ash auf der Tasche hatte. Und genauso wie Griffith in der Lage war, zu spenden. So, und dann tut man das, indem man in Wissenschaft spendet. So, und er wollte das Haus der Astronomie finanzieren in Heidelberg auf dem Königsstuhl. So, und ein Zitat von Schirra ist: Ich baue gerne Sachen, denen man von außen ansieht, was innen geschieht. Also so ein bisschen Architektur, so eine Mischung aus Hayden, Planetarium und dem Hayden Planetarium und der Bibliothek von Kansas. Und ich zeige Ihnen mal, was dabei rausgekommen ist. Das ist das Haus der Astronomie in Heidelberg, 2011 errichtet vom Darmstädter Büro Bernhard und Partner. Da sitzt unter anderem drin das Max-Planck-Institut für Astronomie. Und jetzt muss man gucken. Das ist weniger eine Forschungseinrichtung. Ein bisschen damit geforscht wird da, glaube ich, auch. Ist aber hauptsächlich ein Besucher- und Lernzentrum, 3100 Quadratmeter. Und ist auch jetzt schon 2011 errichtet worden, also in Betrieb gegangen. Was ist denn daran jetzt Architektur par l'onde? Ja, das sieht doch eigentlich aus wie ein ziemlich schickes Gebäude und mehr nicht. Jetzt sehen Sie das von oben. Das Vorbild war die Spiralgalaxie M51. Man hat irgendwie gesagt, er möchte gern, dass diese Form wie so ein Signet, also wie ein Symbol, übersetzt wird in das Haus. So in den Spiralarmen der Galaxie sind also die Workshop-Räume drin, da finden Ausstellungen statt, dort sitzen also die Büros. Und der große Hörsaal, der sitzt also in der Mitte, also in diesem zentralen Nukleus im schwarzen Loch dieser Galaxie. 100 Sitzplätze sind da drin. Sie können sowas machen, wenn Sie als Konstruktion so eine Stützenkonstruktion wählen, die Sie dann in der Fassade relativ frei macht. Und frei heißt in diesem Fall, es gab 400 verschiedene Blechtypen, Blechzuschnittformen, die nötig waren, damit Sie diese ganzen Rundungen an dem Gebäude nachvollziehen können. Ja, wenn man es hat, hat man es halt. Jetzt habe ich Ihnen die ganze Zeit Architektur gezeigt, die auf der Erde steht und die Erde mit dem Himmel verbindet. Das könnte man meinen, den Vortrag hätte er so auch vor 200 Jahren halten können, so er dann da gewesen wäre. Was kommt denn jetzt noch? Was könnte denn vielleicht bei der 300-Jahr-Feier des Physikalischen Vereins hier in diesem Hörsaal ein Thema sein? Das heißt, verlassen wir jetzt mal die Erde und schauen, wie sieht es denn aus mit Bauen im Weltraum? Und dann nehme ich Sie jetzt mal mit nach Venedig, und zwar in das Venedig von 2021. Es gibt ja zwei Biennalen in Venedig, die Kunstbiennale und die Architekturbiennale. Die wechseln sich immer ab. Und 2021 war die Architekturbiennale in Venedig. Das war noch so in so Halb-Corona-Zeiten, weswegen es wirklich sehr nett war, da unterwegs zu sein, weil es war überhaupt nicht überfüllt. Und das Thema der Architekturbiennale 2021 war How will we live together? Also es ging, war riesig, man kriegt eigentlich Kopfschmerzen, wenn man die ganze Zeit rumläuft. So viele Eindrücke, so viele Informationen sind da. Und jetzt halten Sie sich fest, das Büro Skidmore, Owings and Merrill, die also dieses sehr skulpturale Sonnenteleskop, das McMath-Peirce, gebaut haben, die haben in Zusammenarbeit mit der ESA sich Gedanken darüber gemacht, wie könnte denn eine Stadt auf dem Mond, eine Mondkolonie aussehen, haben dazu erste Studien gemacht. Da gibt es auch Animationen zu, wenn Sie auf die Seite von SOM gehen, also vom Architekturbüro, dann können Sie die sehen. Und das war schon sehr, sehr spannend, das zu sehen, weil die Idee dahinter ist, dass also eine Tragstruktur, die Sie im Inneren sehen können, also eine Art räumliches Fachwerk, dass das also dorthin transportiert wird. Und die äußere Hülle ist eine mehrschichtig, aber aufblasbar, damit sie das ganze Zeug überhaupt dahin bekommen. Also wie bekommt man das Material von der Erde raumsparend da hoch? Und da kam man dann auf die Idee dieser Inflatable Housing Modules. Angefangen haben wir mit der Höhle in Lascaux, wo es darum ging,
an die Wand zu malen. Aufgehört haben wir aufblasbar auf dem Mond. Sie haben die Wahl, wo Sie lieber wohnen möchten oder irgendwo dazwischen. Astronomie und die Erforschung des Weltalls wird immer eine Herausforderung bleiben. Wir werden immer neue Dinge entdecken und die Neugier wird uns immer weiter treiben. Und dasselbe gilt für das Bauen auch. Wir werden vielleicht mal wieder alte Säulenformen zitieren, aber wir werden auch immer wieder nach neuen Dingen suchen. Genauso wie die Astronomie entwickelt sich die Architektur weiter. Und ich hoffe, Sie hatten heute die Gelegenheit, so ein bisschen mitzubekommen, wie das so sein kann und was das für gerade Linien und für Winkelzüge und so weiter gibt. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, auch dieser kleine Blick raus aus der Astronomie, rein in die benachbarten Disziplinen. Ich danke Ihnen fürs Durchhalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachhauseweg und einen schönen Abend. Sie sehen, die Menge tobt. War eine schöne Sache, ein schöner Ausflug mal aus der Astronomie raus in die Architektur. Also super interessant, super interessant, hat mir sehr gefallen. Ihnen hoffentlich auch. Ja, jetzt wird Fabian wahrscheinlich noch bestürmt von Leuten, die ihn diverse Sachen fragen wollen. Ja, wie gesagt, Fabian ist seit Mitte der 80er Jahre Mitglied im Physikalischen Verein. Ich kam ja erst 10 Jahre später dann dazu und habe ihn dort kennengelernt. Also ein sehr ja, netter und vor allem auch sehr belesener Mensch mit einer riesigen Allgemeinbildung, habt ihr gemerkt. Er kann also über alles was sagen und Architektur, das ist natürlich sein Ding. Und für mich auch war vieles neu. Also ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Mir bleibt jetzt noch zu sagen, was hier noch passiert auf diesem Kanal und im Physikalischen Verein in den nächsten Wochen, Tagen, Stunden. Weil gleich am Mittwoch geht's los. Nächster Vortrag aus unserer Mittwochsreihe aus Naturwissenschaft und Technik. Redet Christine Klimt über Magnetismus. Also das ist unsere Reihe Physik im Alltag, die von der Wilhelm und Else Hereo Stiftung gefördert ist und wo wir so ein paar Sachen aus dem Alltag machen. Magnetismus ist ja etwas, was im Alltag passiert. Allerdings geht es auch um neuere Entwicklungen, magnetische Materialien und solche Sachen. Interessante Sache. Schalten Sie rein nächsten Mittwoch, 21. Februar um 19:30 Uhr. Nächsten Freitag gibt es natürlich wieder Astronomie am Freitag. Dort spricht Sebastian Hess über massereiche Sterne, Giganten am Himmel. Und wir machen auch Seminare. Sie können sich anmelden. Am Donnerstag, 29. Februar, geht's los. Ein Seminar über Spektroskopie. Das passiert sowohl in Präsenz, also bei uns im Gebäude, als auch eben, ja, als Videokonferenz in Zoom. Sie müssen sich anmelden, es kostet aber nichts. Aber Anmeldung ist über unsere Homepage sehr leicht möglich. Apropos Homepage, ja, da kann ich Sie nur ja, werben dafür, dass Sie sich die mal angucken. Da sind also alle möglichen Sachen über unseren Verein zu finden und natürlich unsere YouTube-Seite, unser YouTube-Kanal. Falls Sie noch nicht abonniert haben, tun Sie es. Versuchen Sie auch andere dazu zu animieren, uns zu animieren. Wir haben inzwischen über 11.000 Abonnenten. Liken Sie unsere Videos, auch diesen Vortrag heute. Das bringt uns Reichweite. Sie können auch über unsere Homepage den Newsletter bestellen, wo Sie auch nochmal über Seminare und andere Dinge, was wir zum Beispiel auch mit unserem 200-jährigen Jubiläum alles an Veranstaltungen so machen, ja, sich da informieren. Und natürlich können Sie auch über unsere Homepage uns was spenden. Auch da danke ich schon mal, wenn Sie das machen. Das Schönste ist natürlich, wenn Sie Mitglied werden. Ja, das ist die beste Form der Spende. Ja, dann gehören Sie zu den 2000, über 2000 Menschen, die eben unseren Verein am Laufen halten und auch solche Formate wie diesen Livestream heute ermöglichen. Ja, also ist eine schöne Sache.
können Sie über unsere Homepage machen. Gut, das war's. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und ich wünsche Ihnen natürlich wie immer ein schönes, schönes, schönes Wochenende. Tschüss.